Schönen guten Tag. In diesem Video geht es um den Boss Shaikal in der verfluchten Einöde. Das ist meiner Meinung nach der schwerste Boss aus den Dungeons bisher in Throne and Liberty und ich erkläre euch auch warum und wie das Ganze funktioniert. Wir sehen hier drei Wände aufgeteilt, nach vorne, rechts und links. Diese Wände sind nicht passierbar, da wird man gestunt. Ja? Und diese Wände müssen deaktiviert werden. Jetzt gerade links hat der Spieler das gemacht an einem Dorn, der aus der Wand kommt. Ja, das ist so erstmal die Kernmechanik. Und jetzt gerade seht ihr hier eine Flächenfähigkeit. Die erkläre ich euch aber gleich nochmal in Ruhe. So, wichtig ist, dass ihr ein bisschen gesplittet steht. Der Tank in dem linken, so wie ich jetzt hier gerade drin stehe, in dem Drittel. Dann ein Spieler links in dem Drittel und ein Spieler und die restlichen Spieler rechts in dem Drittel. So ist erstmal die Grundaufstellung. Ja? Dieser Boss markiert dann einen Spieler. Meistens, wenn man ganz nah ransteht, ist es halt oftmals auch der Tank. Ne? Kann aber auch mal ein anderer Spieler sein. Das sehen wir jetzt gleich wieder. So, hier sehen wir jetzt die lila Markierung auf meinem Kopf. Links der Spieler ist losgerannt, um es zu deaktivieren. Ich bleibe jetzt hier stehen und renne langsam im Kreis um ihn rum, damit der dann hinter mir herguckt. So läuft das Ganze mir danach. Ne? Dann warte ich hier, bis links die Wall wieder aufgemacht wird von den Mitspielern und dann bin ich wieder frei. Ne? Wie gesagt, einfach an den Dornen, die man am Rand sieht, da mit F aktivieren, dann gehen die Dornen auf. So, das ist die erste Grundmechanik, die ist wichtig zu verstehen. Dann wird ein Spieler, rechts sehen wir, rot markiert und dieser Spieler, der rot markiert ist, legt eine große rote Fläche ab. Deswegen diese rote Fläche raustragen. Ganz bis an den Rand schön raustragen, dann liegt das Ding gut auf dem Boden und dann macht das auch keine Probleme. Des Weiteren werden auf dem Boden immer lila Flächen abgelegt, da immer schön ausweichen. Und wenn ihr diesen lila Kreis seht, den auf jeden Fall blocken, das macht so viel Schaden. Hier sehen wir jetzt nochmal die Fähigkeit, ich zeige es euch nochmal, weil das wirklich schwer zu verstehen ist. Lila Markierung auf mir, ich laufe langsam im Kreis und die anderen Spieler müssen am Rand schön die Tore aufmachen, ne, die Wände, damit ich überhaupt durchlaufen kann. Das ist wichtig. Ja? Lauft so nah wie möglich am Boss, damit ihr einen kleinen Radius habt, weil wenn ihr zu weit außen lauft, dann seid ihr nicht schnell genug. Und dann, ja, am Ende des Tages habt ihr dann das Problem, dass ihr nicht vor dem Boss wegkommt. Ja, das sind die ganzen Kernmechaniken. Ich hoffe, ihr konntet das soweit verstehen. Es erfordert ein bisschen Einspielung und ein bisschen Abstimmung mit der Gruppe. Vielleicht seid ihr auch im Discord mit Freunden und könnt das machen. Das wird wahrscheinlich sehr helfen bei dem Boss. Wir sind auch einige Male gestorben, bis wir ihn gelegt haben. Aber jetzt, wo man weiß, wie es geht, läuft er dann doch ganz gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und euch ganz, ganz viel Glück bei diesem Boss. Liebe Grüße, lasst mir gerne ein Abo da und bis dann.